VPN ist Schnee von gestern. Die wirklich coolen Kids, die nutzen einen Smart DNS. Was genau es damit auf sich hat, wo die Gemeinsamkeiten liegen und auch die Unterschiede und ob sich das Ganze auch für Schnäppchenjäger lohnt, das klären wir heute in diesem Video. Ja, wer unser letztes Video gesehen hat, der wird vielleicht einmal kurz auf den Begriff Control-D gestoßen sein. Das haben wir so ganz kurz am Rande angeschnitten, weil ich für unser Video tatsächlich einen VPN benutzt habe. Aber im Deal, auf den wir uns ursprünglich bezogen haben, wird stattdessen ein sogenannter Smart DNS benutzt, nämlich von Control-D. Und wie es der Zufall so will, hat unser Nutzer einmydealzer, der den ersten Deal bereits eingestellt hatte, auch einen Folgedeal eingestellt, nämlich zu eben diesem Smart DNS-Dienst Control-D. Und mit dem beschäftigen wir uns heute mal ein bisschen näher. Bevor wir auf den konkreten Deal eingehen, den auch einmal selbst kaufen, also euch demonstrieren, wie das Ganze funktioniert und euch dann verschiedene Optionen, die einem da zur Verfügung stehen, auch live demonstrieren. Gehen wir einmal darauf ein, was ist überhaupt ein Smart DNS und warum ist das nicht das gleiche wie ein VPN? Was kann es vielleicht mehr, was kann es vielleicht auch weniger? Und wenn wir uns das einmal anhand eines Beispiels vorstellen, dann ist das zum Beispiel sowas wie, ich mache den Browser auf, möchte MyDeals ansurfen. Dann gehe ich natürlich hin und mache mydeals.de in die URL-Leiste und lande dann auch, wo ich dahin möchte. Aber im Hintergrund passiert was ganz anderes, denn mydeals.de ist ja nicht die Adresse des Servers. Das ist die URL, die mit dem Server verknüpft ist, aber der Server hat natürlich eine IP, die ich mir als Endkunde gar nicht merken kann oder gar nicht möchte. Stattdessen geht die Anfrage von mydeals.de erstmal zu dem DNS-Anbieter meiner Wahl. Das ist meistens dann irgendwie mein Internetanbieter. Man kann da beispielsweise auch andere Anbieter hinterlegen in seinem Router, wenn man sich da irgendeinen Vorteil von verspricht, sei es datenschutztechnisch oder geschwindigkeitstechnisch. Aber grundsätzlich das Prinzip ist immer identisch. Die Anfrage geht erstmal zum DNS und der guckt dann in seinem großen Telefonbuch nach, aha, mydeals, ja, da habe ich hier diese IP und die schicke ich jetzt zurück. Und erst dann ist quasi die Verbindung zustande gekommen und ich kriege das angezeigt, also vom Server zurückgeschickt, was ich auch angefordert habe, nämlich die Webseite in dem Fall. Und da ist wichtig festzuhalten, der DNS, der diskriminiert erstmal nicht, was den Datenverkehr angeht. Das heißt, der liefert mir wirklich alles zurück, was auf der Website sichtbar ist. Im Zweifelsfall auch Dinge, die ich vielleicht eigentlich gar nicht haben möchte. Denn wenn ich mich auf gewissen Seiten im Internet rumtreibe, dann kann das durchaus sein, dass da noch diverse Tracker eingebunden sind von irgendwelchen externen Seiten oder es wird Werbung eingebunden. Und ja, die sind mit der Seite verknüpft, aber das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, wenn ich die Seite aufrufe. So, und der DNS, der liefert mir das trotzdem alles, weil es halt auf der Website integriert ist. Und genau da kommt ein Smart DNS ins Spiel. Der kann nämlich den Datenverkehr, der da hin und her geht, noch entsprechend beeinflussen, beziehungsweise ich kann ihn selbst beeinflussen, weil ich den eben konfigurieren kann. Und einer der Anbieter, die das dann cloud-basiert anbieten, also konfigurierbar im Browser ebenfalls, ist Control-D. Alternative, die wir auch in der Vergangenheit schon mal kurz gezeigt haben, wäre sowas wie AdGuard, was man lokal auf einem kleinen Mini-PC beispielsweise hostet, der macht auch nichts anderes. Der schaltet sich quasi dazwischen und ich kann dann konfigurieren, dass ich beispielsweise Werbung rausgeblockt haben möchte, die auf einem externen Server liegt. Das heißt, in dem Moment, wo ich meine Anfrage an einen Server rausschicke, die erstmal über einen solchen konfigurierten Smart DNS läuft, da kann dann auch entsprechend schon Material rausgefiltert werden und ich kriege die ganzen Tracker vielleicht gar nicht mehr mitgeliefert oder keine Werbung angezeigt oder ähnliche Dinge. Und das ist jetzt nur so das naheliegendste Szenario. Ich kann mir da grundsätzlich wirklich mit entsprechenden Filtern, die ich entweder automatisiert oder manuell erstelle, alles blockieren. Wie genau das funktioniert im Detail, das zeigen wir euch später nochmal. Aber das nur einmal so festzuhalten. Ein Smart DNS ist also quasi eine Entwicklung des normalen DNS, die in der Lage ist, Datenverkehr rauszufiltern auf Basis dessen, was ich eben vorher gesagt habe, was er bitte rausfiltern soll. So, einmal ganz kurz an der Stelle noch festzuhalten. Ein DNS gewährt euch erstmal keine Anonymität. Es wird zwar der Standard-DNS eures Anbieters ausgetauscht, das heißt, der sieht dann im Zweifelsfall nicht, welche Seiten ihr aufruft. Und sofern ihr Control-D vertraut, dass die mit euren Daten gut umgehen, dann ist das natürlich auch eine Art Anonymitätsgewinn. Aber wenn es einfach nur darum geht, einer anderen Webseite vorzugaukeln, dass ihr in einem Land seid, wo ihr eigentlich nicht seid, da ist ein DNS erstmal unbrauchbar für und auch ein Smart DNS. Und warum machen wir das trotzdem jetzt hier? Ja, weil Control-D eine Besonderheit hat als Anbieter. Die sind nämlich verbandelt mit Windscribe, also einem wirklichen VPN-Anbieter, haben entsprechend auch die Serverinfrastruktur und in ihrem teuersten Tarif hat man auch die Option, den Smart DNS mit einer Weiterleitung über externe Server zu verknüpfen, also quasi die DNS-Funktion mit VPN-Funktionen anzureichern. Und genau das ist das, was wir auch heute machen wollen. Aber gehen wir erstmal hübsch der Reihe nach. Im konkreten Deal hier von einmydealzer geht es um ein Angebot bei der Seite Bits du Jour. War mir jetzt bislang kein Begriff, ist aber ähnlich wie zum Beispiel Stack Social und ist eine Seite, die einfach digitale Lizenzen für gewisse Produkte anbietet, im Zweifelsfall dann auch für mehrere Jahre im Voraus, teils Lifetime-Lizenzen, teils nicht. In dem Fall hier geht es jetzt um eine 5-Jahres-Lizenz für den kostenpflichtigen
Basistarif bei Control-D, der Some Control heißt. Den kaufen wir dann erstmal, gehen also hin, klicken auf Get the Steal, melden uns da einmal an. Ich muss mich also einmal registrieren, weil ich noch keinen Account habe. Hinterlegen dann unsere Kreditkarte, bezahlen das Ganze und kriegen dann auch schon nach ein paar Sekunden direkt den Code zugeschickt, den wir jetzt brauchen, um wiederum bei Control-D uns zu registrieren. Habe ich auch noch kein Konto, also geht auch, glaube ich, nicht mit Bestandskonten, sondern ihr solltet dafür dann auch ein neues Konto machen und könnt dann einfach auf der Anmeldeseite unten hingehen und sagen, ich habe einen Coupon, den könnt ihr hinterlegen. Übrigens, kleiner Exkurs an der Stelle, wenn ihr bereits Winscribe-Kunde seid und jetzt keine Lust habt, direkt mehrere Jahre im Voraus zu kaufen, sondern erstmal testen wollt, könnt ihr alternativ auch euren Accountnamen eingeben von Winscribe und der gewährt euch dann 50% auf den Standardpreis. Das heißt, da könntet ihr für $20 im Jahr den Full Control Plan nutzen. Wir nehmen trotzdem lieber den anderen Weg, weil der auf langfristige Sicht günstiger ist, aber das wollte ich nur kurz erwähnt haben. Und wenn wir den Code eingeben, sehen wir schon, wir müssen nicht nochmal was zahlen. Also es sind $0 hinterlegt, wir haben ja schon bezahlt und kriegen dafür dann den 5-Jahres-Tarif, allerdings mit eingeschränktem Funktionsumfang und das Ganze nennt sich dann Some Control. Warum genau haben wir jetzt diese Lizenz gekauft, die das Ganze 5 Jahre im Voraus hat? Sage ich euch, weil es nur mit dieser Kombination funktioniert, das Ganze für $10 im Jahr zu upgraden auf den Full Control Plan. Das heißt, wir haben einmal $40 investiert, um dann für $10 im Jahr das upgraden zu können. Und der Witz dabei ist aber, das verlängert sich erstmal nur um 1 Jahr. Und dann sagt ihr zu Recht, ja Moment, jetzt habe ich ja 5 Jahre im Voraus bezahlt und jetzt habe ich aber nur 1 Jahr Full Control. Ja, das ist richtig. Aber solange ihr das nicht kündigt, wird das jedes Jahr sich wiederholen. Das heißt auch über die 5 Jahre hinaus, weil die sind jetzt überschrieben und es ist quasi nur im System hinterlegt, dass ihr dauerhaft auf dem Upgrade seid für $10 pro Jahr. Also ihr könnt ja mal nachrechnen, ab wann sich das dann lohnt gegenüber dem Normalpreis. Wenn ihr das über mehrere Jahre nutzt, dann zahlt ihr wirklich nur $10 pro Jahr dafür, das kontinuierlich weiter zu nutzen. Und das ist dann auf lange Sicht der deutlich bessere Deal, als das für sowieso als für $40 das abzuschließen. Aber selbst als wenn ihr das mit eurem eigenen Accountnamen von Winscribe abschließen würdet, wo ihr immerhin $20 pro Jahr zahlt. Und übrigens, ich habe ausprobiert, ob sich das kombinieren lässt, also ob man die $10 nochmal mit seinem Accountnamen kombinieren kann. Geht leider nicht, also $5 sind dann leider nicht drin, aber ich denke, das ist auch so ganz fair. Wie konfigurieren wir das Ganze jetzt? Ja, ein Profil haben wir schon, aber wir brauchen auch noch einen sogenannten Endpoint. Ein Endpoint ist quasi dafür zuständig, das in irgendeinem Gerät zu hinterlegen, dass auch die Verbindung zustande kommt zwischen dem Endgerät und dem DNS, weil logischerweise lässt er nicht jeden rein, sonst müsste man ja da kein Abo abschließen, wenn das Ganze einfach public wäre. Und dementsprechend gehen wir hin und klicken einmal auf Add Endpoint. Und ich möchte das Ganze jetzt für dieses Beispiel hier erstmal in meiner Fritzbox hinterlegen. Bei der Fritzbox ist das ziemlich einfach, einen alternativen DNS zu konfigurieren. Das mag bei eurem Router anders sein, gerade wenn ihr den von eurem Anbieter zur Verfügung gestellt bekommen habt, dann müsst ihr da möglicherweise einen Umweg gehen. Aber ich wollte es trotzdem gerne mit der Fritzbox zeigen, weil auch, glaube ich, ziemlich viele Leute da draußen eine besitzen. Und hier habt ihr verschiedene Optionen, das Ganze jetzt einzustellen. Es gibt kein vordefiniertes Profil für die Fritzbox, brauchen wir aber nicht. Wir wählen einfach anderer Router und könnten jetzt theoretisch den sogenannten Legacy Resolver wählen. Der ist allerdings eher dann notwendig, wenn man ältere Anschlüsse hat, die noch nicht mit aktuellen Standards klarkommen. Und das hat sicherheitstechnisch definitiv Nachteile. Deswegen würde ich euch raten, das Ganze über DNS over TLS zu konfigurieren. Dann ist der Verkehr nämlich verschlüsselt und es kann sich niemand von außen da noch irgendwie zwischenmogeln. Dann haben wir noch die Option festzulegen, wie viele Log-Dateien wir erstellen wollen. Wir können theoretisch sagen, wir möchten überhaupt nichts loggen. Dann können wir aber jetzt auch fürs Video nicht vernünftig überprüfen, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Also wir würden es dann halt vermerken, aber wir könnten nicht sehen, was er genau rausgeblockt hat, weil er ja die Daten dazu nicht aufzeichnet. Ich habe deswegen jetzt erstmal die volle Unterstützung dafür aktiviert. Kann man auch später löschen, kann man auch ändern, wenn man möchte. Und als Server habe ich da einfach mal die Niederlande gewählt. Den vertraue ich dann im Zweifelsfall noch am ehesten. Und jetzt sind wir auch schon fertig und sehen auf dem finalen Bildschirm unsere entsprechenden Konfigurationsoptionen. Das Ganze, wie gesagt, nur über Secure DNS. Also wenn euer Gerät jetzt in irgendeiner Form das nicht unterstützt, dann müsst ihr nochmal zurückgehen und uns auf den alten Standard einstellen. Aber wenn es das unterstützt, macht es auf jeden Fall so. Und mit einer Fritzbox ist es ziemlich einfach. Netterweise stellt Control-D da auch eine eigene Seite zur Verfügung, wo es erklärt wird, was ihr genau wo hinterlegen müsst. Und genau das machen wir jetzt einmal. Das heißt, ich gehe in meine Fritzbox, logge mich da einmal ein, gehe unter Zugangsdaten hin, klicke dann ganz rechts auf DNS-Server und habe dann die Möglichkeit, eine Alternative zu konfigurieren. Jetzt seht ihr hier in dem Beispiel, ich habe da schon was hinterlegt. Das ist tatsächlich mein AdGuard-Server, den ich im anderen Video konfiguriert habe. Also da werdet ihr im Zweifelsfall gar nichts sehen oder einfach das standardmäßig ausgewählte, vom Internetanbieter zugewiesene DNS-V4-Server. Zweifelsfall seht ihr auch noch ein bisschen mehr. Ich habe jetzt bei mir hier IPv4
IPv6 komplett ausgestellt, weil das mit manchen Seiten ein bisschen Probleme macht. Wenn ihr das da drin habt, ist egal, der Weg ist dann letztlich der gleiche. Denn was wir auf jeden Fall erstmal machen müssen, wir müssen ein bisschen was deaktivieren bzw. aktivieren. Und dann müssen wir es erstmal so konfigurieren, dass wenn der DNS-Server, den ihr konfiguriert habt, mal irgendwann einen Ausfall hat, dass er dann auf andere öffentliche DNS-Server zurückgreift, damit ihr nicht plötzlich dasteht und quasi überhaupt keine Verbindung mehr ins Internet habt. Das wäre blöd, aber trotzdem ist es auch ein Sicherheitsrisiko, weil man immer nicht so genau weiß, wo man dann letztlich landet. Entsprechend nehmen wir den Haken einmal raus und sagen ihm auch ganz klar, wir möchten die verschlüsselte Namensauflösung im Internet. Das ist das, was DNS over TLS quasi auf Deutsch heißt, wenn man es einmal in einen ganzen Satz überträgt. Wir möchten bitte auch die Zertifikatsprüfung erzwingen, einfach nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen. Und wir möchten auch hier keinen Fallback auf unverschlüsselte Verbindungen zulassen. Und der letzte Schritt, den wir machen müssen, ist, wir kopieren uns einmal den letzten Eintrag hier, DNS over TLS, also da einfach mal kurz auf die Seite klicken, dann habt ihr es im Zwischenspeicher. Dann gehen wir rüber in unsere Fritzbox und gehen unten, scrollen einmal nach unten, Auflösungsnamen der zu verwendenden DNS-Server und tragen da dann diesen entsprechenden Eintrag ein. Da hatte ich jetzt bereits was hinterlegt, da werdet ihr wahrscheinlich auch nichts drin haben. Ich tausche den jetzt einmal aus. Und in dem Moment, wo da jetzt was hinterlegt ist, ist durch die Häkchen, die wir zuvor gesetzt bzw. entfernt haben, auch irrelevant, was weiter oben steht, weil wir ohnehin nur eine verschlüsselte Verbindung vornehmen. Das heißt, die ganzen unverschlüsselten Sachen, die oben stehen, völlig wurscht, was da drin steht, ihr könnt es drin lassen, aber es wird zumindest mit dieser Konfiguration nicht mehr drauf zurückgegriffen werden. So, und dann im Falle der Fritzbox muss man das einmal kurz bestätigen. Das kann man mit einem Knöpfchen machen oder mit einem Telefon, wenn man eins hat. Und dann ist die Verbindung auch schon hergestellt. Und sobald ich jetzt eine neue Seite aufrufe und die nicht im Zwischenspeicher von meinem Router schon vorhanden ist, dann läuft das Ganze jetzt über den neuen DNS, also in dem Fall über Control-D. Ich würde sagen, testen wir das auch direkt mal, ob das geklappt hat und gehen dafür einmal jetzt in unserem Fall auf die Seite ipleak.net, die nämlich gegenüber wie ist meine IP.de noch so ein paar andere Sachen anzeigen, wie zum Beispiel auch den verwendeten DNS-Server. Und hier sehen wir oben das, was wir hier geblurrt haben. Das ist tatsächlich meine echte IP. Also nochmal ein Smart-DNS-Server. Der macht euch erstmal nicht anonym. Das heißt, das ist das, was der Server hier sieht und er kann das zurückverfolgen, dass ich genau da sitze, wo ich wirklich sitze. Aber da unten sehen wir beim DNS, das Ganze wird jetzt gerade irgendwie über Hessen geleitet. Ich kann als Spoiler sagen, das Ganze sitzt in Frankfurt, wie eigentlich sämtliche Internetknotenpunkte in Deutschland. Und das ist nicht mein Standard-DNS. Normalerweise würde da irgendwas mit Vodafone oder so stehen. Oder wenn ich Google oder Quad9 oder irgendwas anderes konfiguriert habe, würde das da auftauchen. Jetzt haben wir da halt einen anderen Anbieter hinter. Trotzdem, wenn wir einmal weiter unten gucken, da steht nochmal unsere IP. Und da ist auch ersichtlich, dass unser ISP Vodafone ist. Also anhand der IP kann man trotzdem die Rückschlüsse ziehen, wer denn tatsächlich unser Anbieter ist. Erneut, es macht uns nicht anonym gegenüber dem Server. Wenn der irgendwas mit der Information anfangen kann, dass wir Vodafone-Kunde sind, ja, dann hat er die Information jetzt weiterhin. Und wir können auch schon mal den ersten Blick in die Statistiken werfen und da sehen wir schon, da war gerade gar nichts an Datenverkehr und jetzt, wo wir hier was aufgerufen haben, aha, da geht's hoch. Das heißt, das funktioniert auch tatsächlich, es wird über den entsprechenden DNS geleitet und der sammelt jetzt quasi Statistiken dazu, was genau passiert. So, und bevor wir jetzt mit einigen Funktionen rumspielen, um das Ganze dann auch wirklich sinnvoll zu nutzen, möchte ich einen Zwischenschritt noch einschieben, denn ich habe mir gedacht, ja, schön im Heimnetzwerk das Ganze hinterlegt im Router, das heißt alle Endgeräte im Heimnetzwerk, die nutzen jetzt diesen entsprechenden DNS, ist schon mal gut. Aber was ist denn, wenn ich mit meinem Smartphone unterwegs bin? Da habe ich ja keine Verbindung nach Hause hin, es sei denn, ich nutze auch da wieder einen VPN, was irgendwie ein bisschen Quatsch wäre. Deswegen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das separat auf dem Gerät zu hinterlegen und da habe ich mir jetzt einfach nochmal einen separaten Endpoint erstellt, habe gesagt, ich habe ein Android-Gerät, habe das Ganze dann Pixel genannt, so wie mein Smartphone nun mal heißt, dann kann ich das auch besser zuordnen hinterher und dann reicht er mir automatisch die entsprechenden Konfigurationsdateien weiter bzw. sagt, wie ich das konfigurieren muss. Das ist da natürlich ein bisschen anders und der einfachste Weg ist, man lädt sich einfach die App aus dem App Store. Da gibt es extra eine Konfigurations-App, die macht nichts anderes, als ein Feld zu öffnen, wo ihr einmal diesen Code, den ihr hier angezeigt bekommt, eingeben müsst und ja, dann stellt ihr auch schon die Verbindung her zum DNS. Das wird dann permanent bei euch hinterlegt. Da steht es dann je nach System als VPN-Verbindung drin. Das ist technisch natürlich nicht ganz korrekt, aber es zeigt auf jeden Fall, wenn dieses Symbol vorhanden ist, dass der Datenverkehr eben auch unterwegs über den entsprechenden Server geleitet wird. Und das kann man auch direkt ausprobieren, indem man auf dem Smartphone sein WLAN einfach mal deaktiviert und dann einfach übers Mobilfunknetz geht und dann entsprechend sehen wird, aha, auch da läuft der Datenverkehr dann über den entsprechenden Endpunkt. So, jetzt haben wir also schon mal die funktionsfähigen Verbindungen zwischen unseren Endgeräten und dem DNS. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was konfigurieren, damit das Ganze auch Sinn ergibt, denn bislang reicht der halt einfach weiter, ohne dass er da irgendwie großartig was filtert oder sonst irgendwelche Veränderungen vornimmt. Dann könnten wir es uns natürlich auch sparen. Und weil ich persönlich jetzt auch echt kein Netzwerkprofi bin und nicht bei jeder Option einschätzen kann, ist das sinnvoll und welche Werte wählt man da idealerweise, bin ich ganz froh, dass es eine Übersichtsseite gibt, die ich euch auch unten verlinkt habe. Das Ganze steht auf GitHub von Yo Coughing, nenne ich ihn einfach mal, Control-D
Config. Ist kein Programm jetzt in dem Fall, sondern es ist wirklich nur ein Tutorial, was man wie einstellen kann. Und ich halte mich da jetzt einfach mal dran. Falls ihr irgendwie andere Ansichten habt und meint, oh, der Wert ist aber kompletter Quatsch, nehmt da lieber das, schreibt es gerne unten rein. Ich bin da auch offen für Kritik, weil ich weiß es tatsächlich in dem Fall nicht besser. So, und wir machen das jetzt einmal im Schnelldurchlauf, weil sonst ist das wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Lest euch da gerne ein, wenn ihr das selbst konfiguriert. Aber man kann da zum Beispiel solche Sachen einstellen, wie die Zeit zwischen den erneuten Abrufen einer Verbindung, die man herstellen möchte. Weil logischerweise muss auch nicht jedes Mal, wenn eine Verbindung zum Server hergestellt wird, die bereits zustande gekommen ist, immer wieder der DNS kontaktiert werden. Das ist ja immer ein Zwischenschritt. Und wenn man schon weiß, wie die Adresse vom Server ist, dann wäre es ein bisschen Quatsch, da jedes Mal nachzuhorchen. Dementsprechend kann man da eine Zeit definieren, die quasi so als Cache erstmal agiert. Und erst wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann wird nochmal neu angefragt, hat sich die IP zwischenzeitlich geändert? Okay, hat sie sich nicht geändert, dann kriegst du die gleiche IP zurück. Vielleicht hat sie sich geändert, dann kriegst du eine andere zurück und die Verbindung funktioniert weiterhin. Wenn man dazu hohe Werte einträgt, kann es natürlich sein, dass man irgendwann mal im Nirvana landet. Also da am besten jetzt nicht irgendwie Tage oder Wochen oder sonst was einstellen, sondern beschränkt euch da auf Minuten oder vielleicht Stunden. Eine Option hier hat mich allerdings neugierig gemacht, die möchte ich euch doch nochmal einmal kurz vorstellen, bevor wir wirklich mit den Filtern rumspielen. Und zwar kann man hier auswählen, was passiert, wenn man überhaupt eine blockierte Seite hat. Also wenn ein Filter greift, was soll dann passieren? Soll einfach eine leere Seite kommen, so wie es irgendwie standardmäßig ist? Soll ein Hinweis kommen? Soll eine Umleitung kommen? Oder soll vielleicht sowas kommen wie eine manuell angepasste Meldung? Und dann dachte ich mir, es wäre doch ganz nett, wenn man stattdessen auf MyDeals hinweisen würde, wenn man auf einer gesperrten Seite landet. Und ich habe mir das einfach mal hier provisorisch zusammengebastelt, habe mal kurz eine URL von einem unserer Logos gegoogelt, habe die dann da hinterlegt, habe dann als Titel erstmal angegeben, du kommst hier nicht rein, weil ich jetzt nicht genau wusste, wo der Titel aufploppt, habe dann darunter geschrieben als Text, geh doch mal lieber auf MyDeals und dann habe ich noch unseren Link hinzugefügt, damit man da auch draufklicken kann direkt und wollte mich dann einfach mal überraschen lassen, wie das aussieht. Sehen wir nachher noch in Aktion, nachdem wir gleich ein paar Filter konfiguriert haben. Und genau das ist der Punkt, wo Control-D von einem normalen DNS zu einem Smart-DNS wird, die Filter. Und da ist relativ viel, was man standardmäßig auswählen kann. Das sind jetzt die internen Filterlisten vom Anbieter und da haben wir solche Sachen wie Werbung natürlich, die rausblockiert werden soll, dann irgendwie Schmuddelkram, Clickbait finde ich auch ganz interessant, wirst du gerne mal, welche Seiten da draufstehen, aber auch irgendwie, wenn euch das ganze Kryptogelaber auf den Sack geht, könnt ihr auch rausfiltern. Dating-Seiten könnt ihr rausfiltern. Seiten, die in irgendeiner Form Drogen bewerben, wobei hier wohl auch mit Alkohol gemeint ist. Also das ist wahrscheinlich eher eine Art Kinderfilter auch. Dann andere dynamische DNS-Dienste kann man auch rausblenden, weil die stellenweise benutzt werden, um wiederum auf andere Webseiten zu leiten, die man nicht unbedingt haben möchte. Und diverse andere Optionen, auch sowas wie Überwachung finde ich noch wichtig. Malware, Phishing etc. pp. Nicht alles davon würde ich aktivieren. Also man sollte definitiv, wenn man irgendwelche Filter aktiviert, immer gucken, dass es im Rahmen gehalten wird, weil sonst ist irgendwann das halbe Internet broken, denn zur Wahrheit gehört leider dazu, gerade sowas wie Tracker oder irgendwelche Telemetriedaten sind leider oftmals so mit den Diensten verwoben, dass sie ohne einfach nicht funktionieren. Also wenn mal irgendwas kaputt geht, dann wisst ihr im Zweifelsfall, woran es liegt, dann müsst ihr halt hier die Stufen etwas weniger aggressiv auswählen. Denn bei vielen Optionen habt ihr hier auch 3 Stufen zur Auswahl, also quasi blockiere knallhart alles weg, auf Teufel komm raus und nimm die Verluste in Kauf oder blockiere nur so ein bisschen oder mach das Ganze ausgewogen. Was ihr unabhängig von den integrierten auch machen könnt. Es gibt auch Third-Party-Filters, da sind auch so ein paar vordefiniert und das kann auch Sinn ergeben, da einen von zu nutzen. Auf der soeben erwähnten Konfigurationsübersicht, da wird beispielsweise auch ein externer Third-Party-Filter eher empfohlen, statt der integrierten Filter. Ich nutze in dem Falle jetzt trotzdem mal die integrierten und schaue mal, wie weit ich damit komme. Und natürlich kann man das Ganze auch noch mit manuellen Filtern anreichern, also das komplett per Hand machen, was ein bisschen mehr Aufwand dann ist. Aber ich wollte es jetzt einmal mit den Basiseinstellungen ausprobieren und habe einmal die Werbung rausgefiltert und die Tracker, habe die Telemetriedaten rausgefischt, Phishing Websites will ich nicht haben, Malware will ich nicht haben und ich will jetzt auch keine Schmuddelseiten haben und auf Basis dessen probiere ich jetzt einfach mal aus, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Ja, und wie kann man das anders testen, als diese Website einfach mal anzusurfen und zu probieren, ob sie lädt? Tippe ich einmal oben in die URL das ein, was so ein bisschen ähnlich klingt wie youtube.com und merke, hoppsala, du kommst hier nicht rein, geh doch lieber mal auf MyDeals. Und ich würde sagen, das ist doch ein Tipp, den man gerne mal beherzigen kann. Bevor ihr den ganzen Tag auf Pornoseiten rumhängt, geht doch lieber auf MyDeals und hängt da den ganzen Tag rum. Okay, wir merken, die Standardfilter, die funktionieren. Jetzt wollen wir natürlich auch einen Custom-Filter ausprobieren von Seiten, die nicht gesperrt sind, auch wenn sie es vielleicht verdient hätten, gesperrt zu sein. Und dann nehmen wir einfach mal 2 populäre Beispiele. Wir nehmen mal Bild.de, weil Clickbait wollen wir gar nicht haben. Den Clickbait-Filter habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ich habe aber so das Gefühl, dass Bild.de da nicht drin enthalten wäre. Ich finde, das ist trotzdem clickbaity genug, dass wir es nicht mehr sehen wollen in unserem Netzwerk. Und dann nehmen wir auch noch die Werten Kopierhasen. Die wollen wir auch nicht mehr haben bei uns im Netzwerk. Beide da rein. Beide können jetzt künftig nicht mehr aufgerufen werden.
So muss das sein. Und nachdem wir jetzt ein bisschen ja schon rumgespielt haben mit den Optionen, können wir auch nochmal in die Statistiken gehen und können nochmal gucken, was sich da jetzt entsprechend getan hat. Aha, und jetzt kriegen wir auch schon entsprechende Auflistungen angezeigt, was überhaupt rausgefiltert wurde und welche Seiten aufgerufen wurden. Und wir sehen zum Beispiel hier, rausgefiltert, also blockiert, wurde Adult Content. Da können wir jetzt auch nochmal im Detail drauf gehen, um zu gucken, was rausgefiltert wurde, welche Seite genau. Das können wir uns hier für die anderen Optionen natürlich auch aufrufen. Wir sehen, über welche Länder wurde das Ganze geroutet. Wir können also das Ganze quasi nachverfolgen, wenn wir das denn wollen. Wir können es natürlich auch löschen, wenn wir sagen, die Daten, die möchte ich gar nicht sehen, was ich da in der Vergangenheit so alles angesurft habe, lieber weg damit. Aber für diesen Test ist es natürlich sinnvoll, um auch zu sehen, was da überhaupt erstmal durchsichtbar wird. Gut, jetzt haben wir aber nicht von ungefähr extra die 10 Dollar Aufpreis bezahlt, um auch die schönen Weiterleitungsoptionen zu haben, also quasi den VPN im Smart DNS drin integriert zu haben. Das Ganze probieren wir jetzt auch einfach mal aus, würde ich sagen. Und da gibt es verschiedene Optionen, das zu konfigurieren. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, den kompletten Datenverkehr über einen externen Server weiterleiten zu lassen und das jetzt nicht an ein bestimmtes Land zu knüpfen, sondern wirklich nur darauf Wert zu legen, dass man anonymisiert ist und der Server eben nicht mehr nachvollziehen kann, wo ich wirklich herkomme. Das funktioniert, indem man das Ganze automatisiert weiterleiten lässt und da geht Control-D dann letztlich hin und hier auf der Übersichtsseite kann man es sehen, nutzt eine der sogenannten Primary Locations. Das sind quasi die DNS-Locations, die in verschiedenen Ländern stehen, aber viele von denen fungieren auch quasi nochmal als Proxy-Server. Könnt ihr entsprechend dann einsehen, welche dafür zur Verfügung stehen und er sucht sich dann bei automatisch einfach den nächstgelegenen bzw. den mit der geringsten Latenz raus, leitet automatisch euren Datenverkehr über diesen Server. Ihr kriegt davon gar nichts mit, auf welchen er gerade wechselt. Und wir können das einmal ausprobieren, ob wir jetzt auch wirklich anonym sind gegenüber den gängigen Diensten. Surfen einmal, wie ist meine IP.de an und sehen hier, okay, ich habe jetzt plötzlich auch eine IPv6, die ich eigentlich gar nicht habe in meinem Router. Also alleine das ist schon anders. Auch die IPv4-Adresse ist nicht meine. Und lustigerweise spuckt er hier aus, ich würde in Kanada sitzen. Ich würde mal fast vermuten, die IP ist nicht wirklich in Kanada, aber er weiß im Hintergrund, aha, es ist ein kanadisches Unternehmen und macht irgendwie diese Verknüpfung. Und das ist genau das, was euch gerade bei solchen Anbietern passieren kann, dass dann eher der Firmensitz des entsprechenden VPN-Anbieters angezeigt wird, also nicht der eigentliche IP-Standort. Aber zumindest sieht der Server nicht eure eigentliche IP und das ist ja das, was wir erstmal erreichen wollten damit. Die Frage ist, hat das Auswirkungen auf die Geschwindigkeit? Da bin ich einmal auf speedtest.net gegangen, um das zu überprüfen und da fällt schon auf, ich werde mit einem holländischen Server verbunden. Also wahrscheinlich denkt er, ich bin in Holland. Das heißt, meine IP wird wahrscheinlich dann eher aus Holland sein und nicht aus Deutschland. Und naja, hier zur Übertragungsrate kann ich sagen, die 275 Mbit, das ist sehr, sehr gut. Ich habe tatsächlich nur eine 250 Mbit Leitung, für die ich bezahle. Vodafone gönnt offenbar ein bisschen und gibt so 10% Spielraum nach oben auch hin, aber wirkliche Einschränkungen stelle ich hier jetzt gerade nicht fest. Das Einzige, was ein bisschen höher ist, und das ist auch nur logisch, ist der Ping, denn mit 24 Millisekunden ist der dann doch nochmal, ja, ich würde sagen, so 10 Millisekunden höher als das, was ich vielleicht normalerweise hätte. Für Zocker könnte das relevant sein, wobei, wenn ich mich an meine alten Counter-Strike-Zeiten erinnere, da hatten wir teils einen 60er oder sogar einen 100er Ping und das ging trotzdem irgendwie. Aber heutzutage ist man natürlich niedrigeres gewohnt. Also es wäre vielleicht für Leute, die wirklich den ganzen Tag zocken, nicht ideal, sämtlichen Datenverkehr darüber weiterleiten zu lassen. Aber da gibt es natürlich auch Alternativen dazu, indem man einzelne Dienste beispielsweise davon ausnimmt. Und dann bin ich nochmal zu anderen IP-Checkern gegangen, um zu überprüfen, ja, wo ist denn meine IP jetzt wirklich? Und hier bei Show My IP ist beispielsweise Amsterdam hinterlegt. Also offenbar habe ich wirklich gerade eine IP aus Holland. Wahrscheinlich ist die Verbindung dahin tatsächlich schneller als nach Frankfurt aus irgendeinem Grund. Das gleiche hier bei What is My IP? Und hier fällt wiederum auf, hier ist als Organisation Control-D Inc. hinterlegt. Also die weiß tatsächlich dann, dass es sich um eine IP von Control-D handelt. Und als kleiner Funfact am Rande noch, wenn ich auf NordVPN gehe, die auch einen solchen Dienst zur Verfügung stellen, da sagt mir NordVPN natürlich, ja, sie sind ja komplett ungeschützt, wir sehen ja ihre echte IP. Ja, NordVPN, kommt mal klar, das ist nicht meine echte IP und das wisst ihr ganz genau, ihr wollt mir nur euer scheiß Programm verkaufen. Jetzt gibt es natürlich auch unabhängig davon, ob man Zocker ist, genug Gründe, nicht sämtlichen Datenverkehr über externe Server laufen zu lassen. Vielleicht will man ja auch einfach gar nicht überall immer anonym sein, also man kann sich ja auch ein bisschen so den Aluhut zu sehr aufsetzen, aber es kann im Falle gewisser Dienste Sinn ergeben, das über ein bestimmtes Land laufen zu lassen, also nicht random, sondern wirklich über ein bestimmtes Land und dafür gibt es hier eine eigene Kategorie namens Services. Da sind also wirklich sehr, sehr viele Internetseiten quasi einfach schon hinterlegt. Im Hintergrund sind dann also quasi unsichtbar für euch schon die entsprechenden IP-Adressen hinterlegt, beziehungsweise die URLs, dass ihr das nicht selber konfigurieren müsst. Und ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal anhand von ein paar Beispielen aus, ob das gut funktioniert und ob das eine Alternative ist dazu, sich immer manuell mit einem VPN zu verbinden. Und das Erste, was wir probieren, ist Setanta Sports. Das kennen wir ja aus dem vorherigen Video schon und diesmal machen wir es eben auf die Smart DNS Tour. Das heißt, wir gehen einmal hin, wählen den Dienst aus und sagen, ich möchte den jetzt
jetzt grundsätzlich umleiten, und zwar über Georgien. Das war ja unser Land der Wahl. Und ja, da muss ich nichts anderes tun, nachdem ich das entsprechend konfiguriert habe. Einfach nur ganz normal im Browser hingehen, die Seite aufrufen und merke dann auch, aha, ich kann mich jetzt auch schon direkt einloggen. Das ist also schon mal ein Erfolg gewesen und kann dann auch auf die entsprechenden Inhalte zugreifen. Und das ist jetzt für sämtliche Geräte in meinem Netzwerk möglich, weil ich das Ganze ja im Router konfiguriert habe. Das heißt, ob ich das Ganze jetzt auf dem Smartphone mache, sobald ich zu Hause bin, oder auf dem Smart TV, wo ich vielleicht die App gesideloadet habe, oder auf dem Tablet oder sonst wo, was euch da gerade einfällt. Alle müssen ja über diesen Router gehen und immer stellt der Router die Verbindung zu Control-D her und die Webseite sieht entsprechend, aha, ihr sitzt in Georgien und liefert euch die dazu passenden Inhalte. Ein weiteres schönes Beispiel, was ich gerne mal ausprobieren wollte, ist der BBC iPlayer. Der ist im Prinzip vergleichbar mit unseren Mediatheken von ARD und ZDF. BBC ist ja das Äquivalent in England. Das heißt, es steht natürlich grundsätzlich auch erstmal nur für Kunden aus England zur Verfügung. Wenn ich also hier hingehe und versuche, eine Folge von One Piece aufzurufen, dann sagt er mir, sorry, Sie sind gerade nicht in UK. Das wird dann eher nichts. Und der Weg in diesem Fall ist dann, wir gehen unter Services, wählen uns den BBC iPlayer einmal aus. Da ist dann standardmäßig auch schon hinterlegt, dass das über das Vereinigte Königreich geleitet werden soll, weil es halt auch die einzig sinnvolle Option ist. Und wenn wir das einmal ausgewählt haben, stoßen wir jetzt in diesem Fall, wo ich die Seite gerade schon aufgerufen habe, auf ein Fehlerbild, was euch durchaus mal passieren kann, wenn ihr die Seite eben vorher schon mal aufgerufen habt. Und es ist nur logisch, wenn man drüber nachdenkt, aber ich habe ein bisschen gebraucht, um es rauszufinden, woran es jetzt lag, weil die Seite habe ich neu geladen und sie lud dann trotzdem nicht. Sie zeigte mir nach wie vor an, ja, sie sind ja gar nicht in England. Das Ding ist einfach, dadurch, dass wir das in unserem Router hinterlegt haben, ist da auch nochmal ein Zwischenspeicher für die bereits zustande gekommenen Verbindungen hinterlegt. Das heißt auf gut Deutsch, unsere Fritzbox kennt bereits die eigentliche Adresse vom BBC iPlayer, verbindet sich dann auch direkt damit und geht gar nicht mehr den Weg über den DNS, also klopft gar nicht beim DNS an. Das heißt, er hat auch gar nicht die Möglichkeit, uns umzuleiten über Georgien, weil er ja gar nicht mehr angefragt wird. Und ja, entsprechend kommt dann auch keine VPN-Verbindung zustande. Und genau das ist halt dann auch wiederum der Unterschied zu einem normalen VPN, den ich per Hand aktivieren würde, weil wenn ich das jetzt machen würde, dann würde es direkt funktionieren, weil dann ja wirklich alles darüber geleitet wird. Aber wenn der DNS halt gar keine Anfrage kriegt, kann er das nicht machen. So, wie lösen wir das Problem? Ich habe in dem Fall jetzt bei der Fritzbox nichts anderes rausgefunden, als das Ding einmal neu zu starten. Dann wird nämlich einmal der komplette Cache gelöscht, also sämtliche bereits zustande gekommenen DNS-Anfragen fliegen raus. Und in dem Moment muss er dann die Anfrage neu rausschicken, wird weitergeleitet über das Vereinigte Königreich und ich bin auch für den BBC iPlayer dann entsprechend als Brite sichtbar, kann mir da kurz einen Account anlegen und dann entsprechend die Inhalte auch schauen. So, einen weiteren Test machen wir noch, denn in der Vergangenheit haben wir auch immer wieder gezeigt, wie man YouTube Premium günstig abonnieren kann über andere Länder, dann immer mit irgendwelchen VPN-Diensten, die wir benutzt haben, oftmals sogar Gratis-Dienste und sukzessive hat YouTube da die Löcher geschlossen. Deswegen, ich war jetzt einfach nur neugierig, funktioniert es denn hierüber noch, wenn ich das gerne in der Türkei abschließen möchte? Habe also entsprechend das eingestellt, bitte den Verkehr über die Türkei leiten. Nein, ich war in dieser Session jetzt noch nicht auf YouTube drin, also da war noch entsprechend nichts hinterlegt und bin dann auf YouTube gegangen und habe dann einmal /Premium eingegeben, um auf die Übersicht zu kommen. Und dann sehen wir schon, ja, wir sehen jetzt gerade nichts, dieses Angebot ist nicht verfügbar und das heißt im Endeffekt, YouTube erkennt, dass da irgendwas nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht und lässt uns lieber erstmal nicht rein auf die entsprechende Seite, wo wir das buchen könnten. Habe ich ausprobiert, wäre es mit einem VPN anders. Ich habe ja noch ein Winscribe-Abo, habe mich also einmal über Winscribe dann noch mit der Türkei verbunden und habe einmal ebenfalls einen Fehler bekommen, aber eine andere Meldung, YouTube Premium ist in deinem Land nicht verfügbar. Was ich auch ganz interessant finde, weil dann offenbar anderweitig erkannt wurde, dass ich hinter einem VPN sitze. Es wird ja eine andere Fehlermeldung ausgespuckt, aber das Ergebnis ist das gleiche, ich kann es nicht buchen. Dritter Test mit einem Server in einem komplett anderen Land. Einmal kurz nach Indien rüber gejettet und aha, wir sehen, Indien ist nicht blockiert. Also es liegt jetzt nicht daran, dass YouTube gerade generell rumzickt oder dass der DNS irgendwas zerstört hat. Nein, wenn ich den indischen Server auswähle, dann könnte ich jetzt theoretisch indisches YouTube Premium abschließen, wenn ich eine entsprechende Kreditkarte hätte. Also das funktioniert nicht, das sei nur gesagt an der Stelle. Aber wir sehen, der Smart DNS löst jetzt nicht das Problem, dass wenn irgendwelche IP-Ranges blockiert sind, dann da plötzlich magisch reinzukommen, weil er halt auch nicht zaubern kann. Er hat auch irgendwo Server und wenn diese Server geblockt sind von den entsprechenden Diensten, dann ist das egal, ob das von einem offiziellen VPN-Anbieter ist oder über einen Smart-DNS-Anbieter läuft. Und die Überlegung, ob die vielleicht sogar die gleichen Server nutzen, die ich im letzten Video schon geäußert habe, wo irgendjemand schrieb, ja, nee, das ist ein komplett anderes Prinzip. Und da muss ich sagen, ja, doch, genau das ist der Fall. Das schreibt Control-D auch selbst. In dem Moment, wo man nicht die automatische Weiterleitung wählt, sondern indem man ein konkretes Land wählt, werden wirklich die Server von Winscribe gewählt.
gewählt. Das heißt, es ist überhaupt kein Zufall, dass das, was mit Control-D funktioniert, auch mit Winscribe funktioniert und umgekehrt, weil es halt dann in diesem Fall zumindest die gleichen Server sind. Ja, und damit wären wir auch schon am Ende unseres kleinen Tests und es ist Zeit für ein Fazit. Die Frage, die wir initial gestellt haben, was der Unterschied ist zwischen einem Smart DNS und einem VPN, ist, denke ich, beantwortet worden, muss ich jetzt nicht nochmal zusammenfassen. Aber die wichtigere Frage, lohnt sich das auch für Schnäppchenjäger, die ist nicht so ganz leicht zu beantworten. Denn die Funktionen, die grundsätzlich für uns irgendwie spannend sind, also quasi eine Verbindung über ein anderes Land vorzugaukeln, um dann von irgendwelchen günstigeren Angeboten zu profitieren, die hat man ja bei beiden Optionen. Also ob ich mich jetzt mit Winscribe aktiv verbinde mit einem Land, also das quasi aktiv anhaken muss, oder ob ich das einmalig konfiguriere über Control-D und dann automatisch immer das bei bestimmten Diensten zustande kommt, das ist im Endeffekt dasselbe. Nur über Control-D ist es dann, wenn es einmal eingerichtet ist, halt ein passiver Prozess. Das heißt, ich kriege da gar nichts mehr von mit, sondern kann mich darauf verlassen, dass der das schon automatisch weiterleitet. Sonst muss ich halt immer dran denken, den VPN rechtzeitig anzuschalten und den auch wieder auszuschalten. Der Nachteil ist natürlich auch, ein VPN-Tool gibt es im Zweifelsfall gar nicht für jedes Endgerät, also vielleicht nicht für jeden Smart-TV. Es wäre also denkbar, dass bei gewissen Diensten es nur mit dem Smart-DNS funktioniert, wenn ich es auf dem Smart-TV gucken möchte, weil ich da schlichtweg den VPN nicht hinterlegt kriege. Aber trotzdem sind die Unterschiede, wenn es darum geht, was wir regelmäßig in Videos machen, nicht so groß, wie man erstmal denken könnte. Trotzdem ist der Smart-DNS gerade im Router hinterlegt, ist natürlich deutlich mächtiger und ihr könnt da wirklich auch noch ganz viel weiteres konfigurieren. Wir haben hier echt nur an der Oberfläche gekratzt. Wer den Dienst von euch schon länger nutzt, schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare rein, was ihr damit noch so alles umgesetzt habt, was wir vielleicht hier jetzt gar nicht auf dem Schirm haben. Vielleicht habe ich ja noch den absoluten Unique Selling Point komplett übersehen. Trotzdem würde ich sagen, es ist kein absoluter No-Brainer zu jedem Preis. Also im Rahmen dieses Deals, den wir hier getestet haben, ist es ein guter Preis, gerade wenn man das über mehrere Jahre hinweg nutzen möchte. Da zahlt man ja, wie gesagt, dann quasi nur dauerhaft die $10, nachdem man einmalig die $40 quasi als Aufnahmegebühr gezahlt hat. Muss sich allerdings auch der Tatsache bewusst sein, dass es sein kann, dass diese Weiterleitung über externe Server nicht dauerhaft zuverlässig funktioniert, beziehungsweise zumindest nicht für jeden Dienst. Denn da schreibt Control-D auch extra hin, sie sind kein auf Geo-Unblocking spezialisiertes Tool. Man kann es dafür nutzen, aber es ist eher so, ja, solange es funktioniert, funktioniert es und sie tun ihr Bestes, aber es ist nicht der Fokus. Dafür gibt es dann wirklich auch noch andere Dienste, die sich ausschließlich darauf konzentrieren, dann vielleicht auch nochmal teurer sind, aber dann vielleicht auch mehr Server in der Hinterhand haben. Und um nochmal auf diesen konkreten Deal einzugehen, es kann sein, dass ihr den jetzt in diesem Moment gar nicht so nutzen könnt, denn wir haben zwischenzeitlich gesehen, der Deal wurde kurz mal gemy-deals, da wurden also quasi so viele Schlüssel gekauft, dass Bits2Jour plötzlich keine mehr hatte und erstmal neue beschaffen musste. Ich gehe von aus, dass es auch künftig ähnliche Deals geben wird. In der Vergangenheit haben wir das gerne mal bei Stack Social gesehen. Letztlich sind die Plattformen alle identisch. Falls Control-D dieses Video gefällt, können die sich auch gerne mal bei uns melden. Wir machen das auch gerne direkt, haben wir auch gar kein Problem mit, dann ist der Zwischenweg erspart. Aber es gibt halt keine Garantie, dass es immer auf diesem Weg funktioniert. Und wenn die Alternative jetzt lautet, dafür $40 im Jahr zu bezahlen, dann würde ich wiederum sagen, dann guckt vielleicht lieber, dass ihr euch irgendeinen VPN-Anbieter raussucht, der sehr, sehr viel Cashback gibt, wo ihr dann die ersten 2 Jahre irgendwie für 1,50 im Monat oder teils vielleicht sogar gratis das nutzen könnt und es erstmal ausprobiert, ob es damit funktioniert, ob es euch vielleicht für eure Zwecke reicht und ob ihr dann sowas wie die Werbefilterung dann möglicherweise mit einem externen Gerät nachbaut. Wie gesagt, AdGuard wäre eine Option oder auch Pi-hole ist mit Sicherheit einigen bekannt da draußen. Unabhängig davon, ob ihr euch jetzt dafür entscheidet oder dagegen, hoffe ich zumindest, dass ihr ein bisschen was gelernt habt, dass ihr jetzt selber einschätzen könnt, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Und wenn ihr das Video hilfreich fandet, dürft ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach oben geben und den Account abonnieren und vielleicht sogar optional sogar die Glocke klingeln.